in Australien geboren und ich habe in vielen Städten der Welt wie Mailand, LA, Paris, Dubai, Zagreb und in anderen Metropolen gelebt. Aber ich bin nach dem Krieg in Bosnien-Herzegowina nach Sarajevo umgezogen. Warum habe ich mich für das Leben in Sarajevo entschieden? Ich habe in Mailand in der europäischen Metropole gelebt. Leider haben wegen den politischen Problemen und des Krieges, die in diesen Ländern geführt wurden, alle diese Städte ihre Seele verloren. Ich habe viele Geschichten von meinen Eltern und Freunden gehört und später habe ich mich selbst davon überzeugt, dass Sarajevo es irgendwie geschafft hat, seine Seele zu behalten, obwohl es durch die schlimmsten Sachen während der Besetzung von 1992 bis 1995 überlebt hat. Ich kann nicht in einer Stadt ohne Seele leben. Deshalb bin ich nach Sarajevo umgezogen. Ich habe sehr viel über Bosnien und Herzegowina erforscht und das war ein Grund, der meine Entscheidung erfrischt hat. Viele Menschen haben die Stadt verlassen und viele neue Menschen sind nach Stadt umgezogen. Das hat nicht nur in Sarajevo passiert, sondern in jeder Stadt in Ex-Jugoslawien. Aber nur die Bewohner des Sarajevo haben diesen besonderen Geist. Sie sind humorvoll, tolerant, sie können alles verstehen. Und ich respektiere das und deswegen lebe ich in Sarajevo. Ich habe viele Geschichten und Ereignisse gehört, dass die Bewohner des Sarajevo während der Besetzung ihre mitfühlend waren. Und ich habe auch gehört, dass diese Mitfühl noch existiert. Vielleicht sie haben diese Mitgefühl verdrängt. Aber ich kann das verstehen. Im Krieg waren alle Menschen gleich. Sie waren den ganzen Tag und die ganze Nacht in derselben Situation. Jahrelang hatten sie gar nichts. Und als sie wenig hatten, haben sie mit den anderen geteilt. Auch als sie nichts haben, haben sie ihr Mitfühlen voneinander. Die Bewohner des Sarajevo waren die besten Nachbarn. Sie haben ihre Zivilcourage des Überlebens, Widerstands und Angriffbarkeit gezeigt. Sie haben es geschafft, sie haben überlebt. Es ist logisch, dass sich die Menschen nach dem Krieg für ein besseres Leben einsetzen werden und dass sie einen Teil der Gefühle, die sie während des Krieges empfunden haben, verlieren werden. Trotzdem, wenn man eine Gelegenheit hat, mit den älteren Bewohnern von Sarajevo zu sprechen, bemerkt man, dass sie nach all dem gleich geblieben sind. Sie bewähren diese Seele der Stadt. In Sarajevo es ist es unmöglich, diese Segregation in den Schulen zu finden. Dennoch ist es wahlmöglich, sie an einigen anderen Orten zu finden, wie zum Beispiel in Mostar, Stolac, Gornji Vakuf und so weiter, aber nicht in Sarajevo. Die Bürger, die in Sarajevo geblieben sind, werden kleinlehrig Segregation zulassen, weil sie nach dem Krieg zusammengeblieben hat. Vielleicht haben die Menschen, die nach Sarajevo aus verschiedenen Städten umgezogen sind und Opfer der Entscheidung Sauberin waren, ein gewisses Gefühl der Frustration mitgebracht. Ein politisches Spiel zugunsten des Nationalismus. Politiker in Bosnien und Herzegowina spielen oft die Karten des Nationalismus aus. Und das ist der Grund, aus dem ich sie Krieges- und Nachkriegsfreunde taufe alle zusammen. Sie sind bloß in einer Meinung, dass sie nicht einigen können, damit sie den Status quo zu behalten dürfen. Ansonsten, wenn sie irgendwas verändern, werden sie in Gefahr sein, sie werden keine Macht haben. Und die Mehrheit wird sich mit der Gerechtigkeit an Gerichtshöfen auseinandersetzen müssen. Auf diesem Grund sind sie auch nach den schrecklichen Taten vor 20 Jahren immer noch an der Spitze des Landes in einer Position, mit der sie wegen der Menschen, die für sie gestimmt haben, eine ausgespannte Situation im Land aufbauen. Ich bin sicher, dass wenn sie aus der politischen Szene verschwinden, dass die Menschen ein normales Leben werden führen können. Wenn wir ein wenig darüber nachdenken, kommen wir zur Schlussfolgerung, dass der beste Prozess, den Politiker benutzen, um unendlich mal Stimmen abzuwerben, Angst ist. Die Politiker, die im ehemaligen Jugoslawien die Kriege kreiert, sie ausgeforscht und die Friedensvereinbarung untersetzt haben,
kamen zum Entschluss, dass sie ihre Ziele am besten mit der Angstmacht verwirklichen können. Das haben sie mittels Medien, mit denen man mit Millionen von Menschen manipulieren kann, gemacht. Falls wir die Slogans für Wahlkampagnen mal unter die Lupe nehmen, stellen wir fest, dass alles auf eine Sache ausgeht: Stimmen vor uns oder ihre verschwindet. Mit anderen Worten, machen sie ihren Wählern bloß Angst, wenn sie nicht wieder für sie stimmen können. Es ein neues Blutvergießen geben, was kein einziger Einwohner will. Das ist das einzige schmutzige, aber auch ein erfolgreiches Spiel. Deswegen sind die Menschen verängstigt und wenn sie mit ihnen reden, ist ihre Reaktion muss ihre gleiche und abhängig davon, wo sie sich aufhalten. Die Angst ist die ausgeprägteste Emotion in Bosnien und Herzegowina, wo immer sie sich aufhörten mögen. Wenigstens 5 Jahre vor der Krieg begonnen hat, haben die Medien aus ganz Jugoslawien verängstigt die Menschen, dass sie ihr Nachbarn ihre größten Feind können werden. Nach 5 Jahren haben die Menschen wirklich begonnen zu glauben, dass ihr Nachbarn ihr größter Feind ist. Und dass das kommende Krieg Gerechtigkeit werden könnte. Wir sollten uns verteidigen, ansonsten sind wir in Gefahr. Dieses Wir und Sie führt zu den wichtigsten Sachen in der Welt und alle erschrocken. Die Politiker haben es geschafft, eine kritische Masse an Angst in den Menschen hervorzubringen. Die Chance ist bei den Jugendlichen. Unsere Generation, die heute 16 oder älter ist, hat keine Möglichkeit, sich untereinander kennenzulernen. Sie sind durch die Schulpflichten, durch das komplette Schulprogramm, durch den Geldmangel für die Reisen getrennt und natürlich sie sind durch den Einfluss der Umgebung, in der sie leben, getrennt. Aber es gibt Chance, das zu ändern. Die Menschen dieser Region haben Mangel an Zivilcourage, die wir als Widerstandskraft definieren. Die Konfrontation und Respektlosigkeit gegenüber allem, wer Macht für persönliche Bedarf missbrauchen und damit gegen das Gesetz und die Menschenrechte anderen verstoßen. Solche Beispiele haben wir zwischen den Lehrern, Unilehrern, Direktoren, Polizei. Alle Teile der Gesellschaft sind korrumpiert. Es gibt so viele negative Sachen in der Gesellschaft, dass die Zivilcourage wirklich notwendig ist, um die Menschen dazu zu bringen, um vor ihre Rechte zu kämpfen. Sie müssen Nein sagen. Sie mussten Nein zu dem Übel sagen. Ich möchte nicht missbraucht werden und ich möchte nicht ein Opfer sein, weil jemand die Macht hat und ich nicht. Unsere Jugendlichen können nicht verstehen, dass sie in der Gesellschaft ihren Platz haben und zwar einen, der eine große Rolle in ihrem Leben spielt. Sie sind immer die Kanten von Ideen der anderen. Sie sind in den Wolken. Jemand muss ihnen das sagen. Die Jugendlichen sind ängstlich wie ihre Eltern. Als ich bei den Jugendtreffen von alten Städten aus Bosnien und Herzegowina war, habe ich gemerkt, dass die Jugendlichen aus denselben Städten, denselben Dörfern für 2 Stunden nur miteinander gesprochen haben, weil sie Angst voreinander haben und weil alles für sie neu ist. Nach der Darstellung sprachen sie mit den Jugendlichen, die sie nicht könnten, und plötzlich verstanden sie, dass sie gleich sind, dass sie gleiche Ziele und gleiche Träume haben. Verstanden die Menschen die Lügen, die ihre Eltern, ihre Lehrer, ihre Gesellschaft in Tünen gesagt haben. Und das ist wunderbar. Sie waren dann später die mächtigsten Kämpfer von der Wahrheit und für die Veränderung. Sie sind bereit, ihren Lehrern, Direktoren, ihren Eltern, Führungskräften zu sagen, ihr habt uns angelogen. Das ist nicht die Wahrheit. Wir sind nicht unterschiedlich. Wir haben so viele gemeinsame Sachen. Sie bleiben Freunde, sie besuchen einander, sie reißen die Vorurteile ab von ihren Gesellschaften, weil sie mit den Leuten aus Banja Luka, Beograd, Zagreb, Split und anderen Städten knüpfen und umgekehrt. Natürlich gibt es einen Widerstand in ihren Gesellschaften, aber sie sind fähig genug, gegen diesen Widerstand zu kämpfen. Und endlich bekommen, was sie wollten, ein normales Leben. Für uns ist der Antifaschismus der Erbe. Wir denken, dass das für die anderen Abschatz ist. Ich bin sehr für irgendwelche Art der Ideologie empfindlich. Nach der Jahrhundertfeier des Krieges brauchen wir Frieden.
Wir müssen die Vorurteile abschließen. Die Chancen haben die Jugend. Wir müssen alle aufstehen.